Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl, der vierte Part im großen Labyrinth. Und wir spielen endlich wieder Falco, den wir ja im letzten Part sehr oft verloren haben, da wir sehr viel Schaden bekommen haben. Ich weiß nicht warum, aber wir hatten es im letzten Part einfach mit dem Schaden. So, und verdammt, ich muss hier raus. Und selbst hinge ich noch und darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, lass mich in Ruhe. Ich möchte den Leuten gerne erzählen, was wir vorhaben. Wir sind jetzt hier. Wir müssen einmal die Tür hier lang und dann nach links, um zum letzten Raum zu gelangen, der hier rechts oben noch ist. Kann man sehen, hier geht es nicht lang, wir müssen nach oben. So, die gehen nach unten, wir gehen nach oben, die kommen uns nicht mehr hinterher und die Dinger nerven mich seit den letzten paar tierisch. Echt, nächster Boss-Battle. Und dann haben wir oben rechts nichts mehr verloren, glaube ich. Wer ist denn hier? Das ist der Ness. Jetzt mal schön von unten rein. Da, 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 da. So, Bumper mal wieder. Mensch, die Bumper tauchen echt oft auf. Du willst mir nicht sagen, dass das war, ne? Das war's mit dem Kampf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Toll. Mensch. 15% nur. Das ist doch mal respektabel. So. Ja, das heißt, ich nehme diesen Part am 11.09. auf. 9-11, ne? Das sagt euch sicherlich was. Also, ich bin nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, deswegen kann ich euch nicht so viel erzählen bis jetzt. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Gott, wir haben jetzt ganz schön was zu laufen. Wisst ihr was? Ich schummel jetzt mal ein bisschen. Soll ich mal auf Beenden gehen und speichern? Spielstand speichern machen wir jetzt mal. Jetzt sind wir jetzt hier. Ich habe übrigens mehrere Spielstände gemacht. Ne? Nur zur Sicherheit. So gesagte Safe States. Ne, hier gehöre ich nicht hin. Ach ne, ich muss den Spielstand hier nochmal speichern. Hier, genau. 87% haben wir nämlich mittlerweile. Okay. Gut. Ja, ich gehe ja schon wieder rein, keine Sorge. Ich wollte nur ein kleines bisschen tricksen, ich wollte es euch dabei noch zeigen. Ja. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier unten rechts hin. Den haben wir jetzt aktiviert, wir spielen immer weiter noch auf leicht. Und ich darf wieder Falco auswählen mit Fox und Co. Sehr schön, Meta Knight, Lucario. Gut, dann sind wir nämlich wieder bei so einem Hauptspeicherpunkt und können uns, wie wir wollen, teleportieren. Das ist nämlich der ganze Trick dran. Hat jetzt mal ein bisschen gedauert, aber besser als irgendwo die ganze Zeit hinzulaufen. Finde ich besser. Obwohl, ich muss sagen, nee, wir müssen nochmal zum anderen. Wir müssen uns mal nach rechts oben teleportieren. Ich sage euch gleich nochmal, warum. Ich möchte mich erstmal teleportieren. Danke. So. Denn da ist noch was zu holen. Da unten rechts. Ihr seht da diesen gelben Punkt. Darunter ist ja noch ein Punkt. Da müssen wir nochmal hin. Also kümmern wir uns darum. Wir müssen jetzt unten rechts erstmal lang. Und ich weiß schon, wo es genau dahin geht. Wir dürfen wieder an diesen doofen Stellen vorbei. Super. Okay, also dann. Ich wünsche mir viel Spaß. Wenn man hier ohne Schaden vorbeikommt. Respekt. Mein größter Respekt. Ich habe keinen Bock mehr. So, 26% Schaden ist doch noch vollkommen in Ordnung. Wo sind wir hier? Hier müssen wir lang. Den ganzen Weg lang. Da hinten ist Ulmas Rakete. So, geht's hier unten lang. Ja, stand schon. Kurz mal aktivieren, wartet. Zack. Sehr schön. Okay. Wow. Kannst du mich mal vorwarnen? Jedenfalls ist da keine Tür mehr, wie sie vorher da war. Okay. So. Aber hätte ich mir auch vermutet. So, du nervst. Zumindest können wir hier noch stehen. Das wäre so richtig scheiße. Sonst hätten wir ein riesiges Problem. Stell dir vor, wir können hier nicht stehen und müssen auf der anderen Seite kämpfen. Oder über ihn rüber. Das geht ja gar nicht richtig. Hier ist der nächste Boss-Battle. Ist hier Olimar zu finden oder Captain Falcon? Olima. Nee, hatten wir Captain Falcon schon? Ich glaube ja, ne? So, komm her. Nein, ich möchte dich greifen. Oha. Zack. Yeah, erwischt. Und jetzt. Meteor Smash, aber es reicht nicht bis in den Altgrund, leider. Nein. Ach, ich liebe den Meteor Smash. Ha, verdammt. Oh. Ach, Mensch, du machst das alles selber. Finde ich gut. Sehr schön. Der nächste ist für Sie. Gut. Wir müssen wieder von hier aus anfangen und jetzt nervst du mich wieder. Meteor Smash. Oh, viel effektiver. Okay. So. Stirb. Gut. Ich glaube, das ging schneller, ne? Müsste eigentlich. Lauf. Oh Gott. Verdammt. Hatte ich total vergessen. Ich muss irgendwie ausweichen. Ah, verdammt. Man kann nicht einfach so an dem vorbeilaufen. Das Garabios hier.
Tanzzorn. Toller Name. So, zurück. Ja, dauert ja nicht so lange jetzt. Okay. Dann mal sehen. Jetzt darf ich wieder hier hoch. Ja. Nein! Warum lässt du los? Was machst du? Was macht der da? Warum lässt er so plötzlich los? Kann mir das jemand beantworten? Nein. Oh Mann. Ist das nervig. Ich mag die Stelle einfach nicht. Nein. So. Ah, weg hier. Nein. Habe ich ganz vergessen, dass die da auch noch da sind. Nein. Hoch hier. 140% Schaden. Wir dürfen die gleich mal wieder aufheilen. Toll. So. Haben wir jetzt eigentlich schon alles hier in der Nähe betrachtet? Glaube ich schon, ne? Ja, muss ich mal kurz drauf gucken, warte. So. Tatsächlich. Wir waren hier schon überall. Deswegen würde ich jetzt einfach mal raten, wir gehen nach unten links. Unten rechts meine ich, Entschuldigung. Ich möchte aber unten rechts hin jetzt. Okay. Denn von da aus können wir dann jetzt weitermachen. So, dann sind wir jetzt nämlich hier. Gut, wo gehen wir da jetzt mal als nächstes Mal hin? Lass mal gucken. Nach rechts geht's ja nicht. Zumindest noch nicht. Da wird aber bald eine Tür erscheinen, glaube ich, ne? Ja, bald wird hier auch eine Tür erscheinen. Keine Sorge, das schalten wir nochmal frei. Irgendwann. Erstmal geht's nach links. Wollen wir jetzt nach oben oder nach unten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Obwohl, nee, wir machen was anderes. Ich möchte gerne Boss Battle. Boss Battle bitte, dankeschön. Gut. Was haben wir hier? Mario. Ich weiß zwar nicht, was er hier macht, aber... Gut, jedenfalls ist Mario hier. Hallo Mario. Kannst du mich auch mal angreifen lassen? Wäre nett. So, komm her. Ah, verdammt, nein. Komm her jetzt. Alter. Nein, 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 nein. So. Komm her jetzt. Du nervst mich. So. Der ist eigentlich kein so schwerer Gegner, aber kann trotzdem nerven. Yes! Von beiden Seiten erwischt. Von unten von der Blume. Er ist jetzt erst ausgewichen. Von unten kam die Blume hoch und ich kam von oben und wurde doppelt getroffen. Da hat er keine Chance gehabt. Jetzt sind wir hier. Boah, das ist ein Riesenraum. Hier erstmal. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, hier sind wir. Okay, ich möchte erstmal rausgehen. Na, was kommt mir da entgegen, ey? Also gehen wir jetzt mal nach unten. Möglichst ohne uns zu verletzen. Deswegen muss ich das mal kurz ausschalten. Okay, kein Bossviertel, aber es geht weiter. Gut. Was ist hier los? Aha. Okay. Aha, das heißt, wir werden erstmal in nächster Zeit hier weitermachen. Okay, ist in Ordnung. Machen wir hier weiter. Und hier aufpassen bitte, denn hier erscheint Feuer. Elektroball haben wir jetzt eingesammelt. Gehen wir jetzt nach unten? Ja, wir gehen nach unten. Hui! So, auf dir war es mir egal, ich hau ab. Und gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ach du Schande, was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Den ganzen Weg müssen wir irgendwie zurück. Das ist ein ganz schön langer Weg, den wir jetzt hier zurücklegen müssen. Hoppala. Ja, sind wir schon hier. Ein Viertel haben wir geschafft, schön. Das heißt, ihr wisst, was uns noch erwartet. Düsen wir hier lang, wie üblich. Ihr kennt das ja vom letzten Mal, als wir hier schon mal am Level waren. So, machen wir alles kaputt. Juhu. So, und rüber. Boss Battle. Bis ganz hinten rechts in der Ecke. Geil. Ist hier Marv oder Ike? Wer ist es? Ich tippe auf Marv. Es ist König der Idee. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Also ich habe jetzt nur darauf getippt, da wir diesen Stage-Bereich ja eigentlich in dem Königreich gefunden haben da. Ne? Bedingt vergessen. Hui. Nein! Oh, verdammt, wegen den Häschenohren. Ich wollte eigentlich Meteor-Smash machen. Oh, jetzt hat er einen Stern. Jetzt sind die Häschenohren natürlich auch weg. Komm her. So, hört das der Stern nochmal auf, das ist schön. So, nein, nicht ausweichen. Komm her. Bam! Yes! Das war's mit König DDD. War jetzt auch nicht so schwer. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Wir müssen... Ah, wir sind hier. Aha. Okay, man kann sehen, von da aus können wir wieder nach oben, denke ich mal, oder?
Wollen wir erstmal hier weitermachen? Ja, macht Sinn. Ich möchte nicht unten weitergehen. Obwohl ich weiß, wenn wir jetzt hier zurückgehen, würde da jetzt eine Kanone sein, glaube ich, wo wir jetzt zurückkommen könnten. Genau, wenn wir die nehmen würden, würden wir wieder am Anfang sein. Keine Sorge, aber ich möchte den Weg nur ungern gehen. Das dauert mir zu lange. Wo gehen wir jetzt hin? Hier geht's nicht lang. Gott, ist das hier voll. Ach ja. Na, perfekt. Das ist mir ein bisschen zu voll hier. Alter. Nerv mal nicht. Nein. Nein. Oh Mann, ich hab schon wieder so viel Schaden, ey. So. Boss Battle. Auch mit 105% Schaden können wir das machen. Wer ist hier? Es ist Falco. Hey, hi, na? Wie werden wir uns gegen ihn schlagen? So ungefähr. Ich kann genau das, was du kannst. Nur bin ich ein bisschen angeschlagen als du. Wenn wir dich trotzdem besiegen, sind wir Meister. Wie wär's denn so? Bumper Time! Yes! Ich hab nicht extra auf Bumper gestellt. Nee, die kommen nur ganz zufällig. Okay, wir sind hier. Jetzt sollte man keinen Mist machen, sondern das ausnutzen. Hier, so, ganz ruhig. Denn das sollten wir uns einsammeln. So. Die Dinger, die Herzen würden nämlich verschwinden, wenn wir diese Blöcke jetzt auflösen würden. Nämlich so. Und das müssen wir freistellen. Das ist Kyogre. Hallo. Okay, wunderbar. Wieder 0%. Okay, wie viele werden wir jetzt heute noch besiegen? Da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Oh Gott. Was kann man denn da entgegen bitte? Nein, lasst mich in Ruhe. Gut, Glück gehabt. Wer ist denn hier? Wo sind wir überhaupt hier? Ah, hier sind wir. Das Ganze zeigt, liftet sich jetzt so langsam. Ich gehe jetzt erstmal nach rechts. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. So. Wir können auch die ganze Zeit schwimmen eigentlich. Ich finde den Hintergrund mal wieder so geil. So. So. Na, stopp. Hier möchte ich gerne nochmal rein. Gut, 3 Minuten haben wir noch. Knappe 3 Minuten. Ist hier Fox? Ja, ich hab's geahnt. Das ist nur eine Stage bei sich, also eine Plattform in der Stage. Nee, 3 oder 2. Links war doch keine. Doch, tatsächlich. Ich kann mich nur vergucken. Komm her. Oh, der macht groß, ne? Der Pilz da eben gerade. Ja. So, von oben direkt rein da. Nein, ich hätte dich gerne mit einem Meteor Smash besiegt, aber... Curry, viel Spaß. Yes! Ha! Das war's mit Fox. Okay. Gut, der wäre geschlagen. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Das sind noch 2 Minuten. Wo sind wir jetzt? Wir sind wieder hier. Weiter rechts geht's nicht mehr. Hui! Und wir sind wieder zurück. Sehr schön. Okay. Aber wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Kleines bisschen aber nur. Wohlgemerkt. Los geht's. Oh, euch schon wieder. Ich mag euch nicht. Nein, ich falle darauf nicht rein. Kettig. Boah. Das war gut getroffen, würde ich sagen. So, jetzt sind wir hier. Ah, verdammt. Nein. Ein Boss-Will können wir noch machen. Komm, das schaffen wir noch zeitlich her. Und es ist Meta-Rite. Aber diesmal keine Zeitbegrenzung. Aber die werden wir so oder so haben, laut der Zeitanzeige. Vorher hatten wir 2 Minuten Zeit, jetzt haben wir noch eine gute Minute. Mal sehen. Ah. Gut, die habe ich noch erwischt so. Alter, nimm das verdammte Ding jetzt. Oh. Nimm. Wind in die Fresse, ey. Okay. Komm, das schaffen wir. Gut, den 1 zurückgeschleudert. Noch 1 zurückgeschleudert. Ich möchte das Ding jetzt nehmen. Nimm. Was machst du jetzt? Na komm. Ja, sehr schön. Abhalten konnte ich ihn schon mal. Hab ich dich. Das war's. Die Statue nehme ich mit. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, um weitere Bossgegner zu besiegen. Wie wird's dann ausgehen? Wir werden sehen. Jetzt sind wir übrigens hier. Die Tür habe ich aktiviert. Sehr schön. Der Speicherpunkt passt nämlich ganz gut, da wir jetzt uns wieder heilen können. Das heißt, wir haben jetzt schon einiges gesehen. Sehr viel. Mal sehen, wie es weitergeht.
Bis zum nächsten Part, wenn wir weitermachen. Bis dann und auf Wiedersehen.